Alright, die Musik kickt schon mal rein. Wie ihr sehen könnt, sind wir in meinem Browser und fangen heute mit den Top-Kommentaren an. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assetto Corsa Evolutione. Und zwar gab es zwei Kommentare, die ich sehr interessant fand, unter der letzten Folge. Und zwar einmal vom lieben Klaus, der hat geschrieben, hallo Joe, du hast doch in deiner ersten Folge irgendeinen Haken im Menü oder den Einstellungen gesetzt, bei dem du stärkere Autos zulassen willst. Ich weiß nicht mehr genau, aber ich denke Folge 2. Hat es auch nochmal rausgesucht tatsächlich. In der Folge Assetto Corsa Evolution hat mich gebrochen, habe ich tatsächlich ein Häkchen gesetzt bei stärkere Autos zulassen. Das heißt, man könnte, wenn man eine dieser schnelleren Klassen fährt, einfach den Haken rausnehmen und dann kann so ein Porsche nicht mehr mit dabei sein. Aber es ändert ja am Ende des Tages nichts daran, dass wenn man ein Auto hat, das super OP ist, so wie der Lotus, dass dann man alles gewinnt. Also da ändert sich ja nichts dran. Und dann gab es noch diesen Kommentar von nur die SGE. Ich weiß gar nicht, ob ich den hier jetzt im Let's Play drin haben will. Ey, ich fand das so bodenlos. Der erklärt jetzt erstmal hier von wegen, den Ferrari gibt es mit zwei Getrieben, bla bla bla. Was ich ja nicht wusste, ich hatte ja keine Ahnung. Und dann schreibt er, ja, es tut mir echt leid, dass es so rüberkommt, aber du machst nicht den Eindruck eines Experten. Man hat den Eindruck, du hast grundsätzlich null Plan von den Fahrzeugen. Und ich hätte mich schlecht vorbereitet. Ich habe doch nie behauptet, dass ich ein Autoexperte bin. Ich spiele hier ein Spiel. Ich habe keinen Plan von den Wagen. Deswegen habe ich ja auch euch, um solche Sachen zu beantworten. Ist ja cool, dass das dann erklärt, hier die zwei unterschiedlichen Getriebearten von einem Ferrari. Und dann sage ich, ja, ich habe keine Ahnung von Autos, bin kein Experte. Schöne Grüße. Dann sagt er, ja, dann hast du dich nicht vorbereitet. Das ist ein Let's Play. Es gibt in diesem Spiel 1900 Autos. Soll ich mir jetzt vor jeder Folge, damit es realistisch ist, 20 Autos anschauen und die Wikipedia-Einträge vorlesen, damit ich vorbereitet bin auf die Folge? Hä, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Egal, will ich jetzt auch gar nicht so tief rein. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht's ins Eingemachte. Wir sind kurz davor, also danke auch nochmal an die ganzen, die mir zum Geburtstag gratuliert haben. Hat mich sehr, sehr gefreut. Und auch die, die mir viel Glück gewünscht haben für meine 30er, die anscheinend ein sehr gutes Jahrzehnt werden. Zumindest laut euch. Da freue ich mich auch schon drauf. Auch vor allem gemeinsam mit euch dieses Jahrzehnt anzugehen. Und in der letzten Folge sind wir in den Pro-Events die Sportscars gefahren und haben die noch fertig gerockt. Also wir sind jetzt schon richtig, richtig weit. Und heute kommen die JDM-Monsters. Drei Rennen sind das nur. Und vielleicht, wenn wir da schnell durchkommen, wovon ich ausgehe. Ich glaube, wir können auch hier ein Auto finden, das OP ist und dann die drei durchrocken. Dann geht es in die WTCC und da sind dann Fahrzeuge gebobbt. Und dann müsste es eigentlich richtig krankes Racing werden. Also für die hier, glaube ich, werden wir mehr als eine Folge brauchen. Glaube ich. GT Legends, mal sehen. GT4 wird ähnlich hart und auch Open Wheelers 2. Also in den nächsten Folgen wird Assetto Corsa Evolution auf jeden Fall wieder Hardcore. Heute kann es vielleicht zumindest mal, also das ist das Ziel heute, JDM Monsters abhaken. Und wenn wir dann noch in die WTCC reinschauen, cool, wenn nicht, dann nicht. Aber JDM Monsters sind heute auf jeden Fall auf dem Speiseplan. Und dafür, also nee, dafür gehen wir jetzt hier nochmal rein, gucken jetzt erstmal, was dran steht, was denn die Voraussetzungen sind. Must be a tuned car. Okay. Mostly from the SRP pack. Oh, Shutoku Revival Project. Okay, also Tuner-Fahrzeuge aus dem Shutoku-Pack mit Tokyo, Yokohama Docks und Côte d'Azur. Interessant, interessant. Jetzt ist nur die Frage, was ist denn das beste Auto aus diesem Pack? Ich glaube, unser Nissan, unser Skyline, der müsste eigentlich für das Pack zugelassen sein und der müsste schon ziemlich stark sein. So, gibt es denn hier JDM? Ich glaube, doch hier, JDM Monsters. Okay, da sind die Fahrzeuge drin. Alter, F40 Custom. Holy schmoly. Können wir uns nicht kaufen im Moment. Erstmal ein grober Überblick. Was haben wir denn alles? LX7 schon wieder? Nee. Ist jetzt schon mein meistgefahrenes Auto in Assetto Corsa. Ist richtig krank. Einfach, weil wir den hier so viel schon gefahren sind. Nissan Skyline Tune. Den haben wir. Hier wird er wieder mit 500 PS angezeigt. Also richtig. In der Garage, das hat auch einer einen Kommentar dagelassen, in der Garage wird es irgendwie komisch angezeigt.
Da sind wir bei 543. Das gilt's zu schlagen. Der hat gar keine Dings. Hä? Warum hat er keine Bewertung? Der Porsche. Der Rest, boah, der Rest hat... Und hier werde ich direkt mit 650 begrüßt von so einem klapprigen Toyota, ey. Da MR2. Schon cool. Hat auch nochmal mehr PS. Damn. Okay, also hier müssen wir wahrscheinlich vom... Hier müssen wir wahrscheinlich vom Nissan abweichen. Hier gibt es schon echt ein paar Contender, glaube ich. Weil der Toyota ist bislang der krasseste. Schauen einfach mal alles durch. Diese crazy funky Toyotas sind am Start. Viele halt auch gesperrt. Der hier ist mega geil, by the way. Den fahre ich gern, der ist cool. Aber den können wir uns leider nicht kaufen. Skyline ist natürlich, ist einfach auch eine Herzenssache. Silvia ist ein bisschen zu schwach. Die hier wahrscheinlich auch. Ja, gut, die ist ein bisschen stärker. Das Pack scheint einigermaßen ausgeglichen zu sein, Freunde. Er hier hat noch 600 Punkte. Hat auch ein bisschen mehr PS nochmal. Mitsubishi Lancer finde ich ja auch immer geil. Oh, das ist nochmal ein anderer RX-7 wie den wir hatten. Glaube ich zumindest. 500. Noch gar nicht so bad. RX-7... Alter, was da für komische Zeichen da drin sind, weil es nicht richtig gelesen werden kann. MX-5 ND Turbo. Hat, glaube ich, nicht den Top-Speed. Es gibt auf jeden Fall so viel Auswahl in der Klasse. Ich würde sagen, die beste Strategie ist es, wir starten erstmal mit dem Skyline, weil den haben wir schon, müssen wir kein Geld für ausgeben. Können wir noch Kohle sparen. Und schauen einfach mal, wie weit wir kommen. Ja, bei dem hier fehlen Daten, deswegen hat er keine Bewertung. Der hier könnte ich mir auch vorstellen, dass er krank ist, aber so viel PS hat er gar nicht. Also es wirkt so, als wäre dieser Toyota hier der absolute Shit. 11 Sekunden aber, 0 auf 100. Ist vielleicht ein bisschen viel im Vergleich. Vielleicht sind wir mit dem Nissan schon gut aufgestellt. Egal. Strategie, wir starten mit dem Nissan rein und fahren Tokio. Tokio kenne ich schon ganz gut. Ist die Strecke von den dreien, die ich am besten kenne. Und gucken, ob ich mit dem Nissan gewinnen kann. Falls ja, nice, dann bleiben wir erstmal auf unserem lilanen Nissan. Falls nicht, oh, wir haben den, stimmt, wir haben ja den anderen Nissan noch freigeschaltet. Den neueren. Den hatte ich jetzt gerade gar nicht in der Liste gesehen, den Need for Speed Edition. Bitte was? Warum hat der, ist der S-Tier 1222? Der hat nicht mal 500 PS. Der ist fett. Wahrscheinlich wegen der Acceleration. Da ist wahrscheinlich 0,0 eingetragen oder so. Da liest er aus. Das stimmt auf gar keinen Fall. Die Bewertung ist fake. Fake News. Okay. Ich weiß. Ich trödel hier schon wieder rum. Aber wir machen das jetzt mal folgendermaßen. Wir nehmen jetzt ein Auto, das auf gar keinen Fall teilnehmen kann. Zum Beispiel der Porsche. Dann gehen wir nochmal in Pro Events. Dann gehen wir auf JDM Monsters. Dann auf Tokio. Dann sagt er, wir können mit dem Auto nicht teilnehmen. Und dann gucken wir an, welche... Okay, der Need for Speed Edition darf sogar. Unser Lancer darf, unser Skyline darf und Need for Speed Edition. Krass, also unser RX-7, den wir haben, der darf gar nicht. Klar, ist halt auch nicht tuned, so wie hier dran steht. Macht ja auch irgendwo Sinn. Dann lasst uns doch mal den Need for Speed Edition testen. Der ist ja neu. Vielleicht sind wir mit dem gut. Los geht's. Tokio R246. Konvertierung aus... Dann H. Konvertierung aus Gran Turismo. Rein da. Oh no. It's raining, raining. Oh baby, it's raining, raining. Okay, dezentes Problem. Ich habe irgendwie nur 40 FPS wegen dem Regen. Warum auch immer, das gerade so reinschallert. Aber das Auto hat anscheinend keinen Scheibenwischer. Also geht zumindest nicht. Also da ist einer dran, ich kann ihn sehen, aber
Mein Lenkrad geht auf jeden Fall, aber Scheibenwischer geht nicht an. So, Freunde, wann habt ihr das letzte Mal eine halbe Stunde lang Troubleshooting gemacht? Alter Verwalter, jetzt fehlt mir wieder ein bisschen Zeit für die Aufnahme hier. Vielleicht muss ich dann nachher eine Pause machen und dann später nochmal ein bisschen was aufnehmen für die Folge. Ey, das ist ja so blöd. Mit dem Regen, ich habe erst gedacht, mit dem Regen geht gar nichts mehr, aber es lag tatsächlich mal in meinem Wheel. Ich hatte nur 40 FPS die ganze Zeit. Ist richtig, richtig doof. Ich habe den, Need for Speed Nissan ausprobiert. Der hat kein, also der hat Scheibenwischer, aber die funktionieren nicht, weil das Rennen hier ist im Regen, weshalb ich jetzt schon auf den Skyline bin. Ich bin jetzt noch keine komplette Runde gefahren, nur zwei Kurven oder so in der halben Stunde. Wirklich, ich musste auch einen PC neu starten und was weiß ich nicht alles. Hier die Software nochmal neu aufspielen. Ja, viel, viel, viel passiert, aber jetzt funktioniert alles. Drei Runden Rennen gegen einige sogar mit Wet Tires. Heißt das? Aber ich habe gar keine Wet Tires. Haben wir jetzt hier Regenphysik oder nicht? Naja, finden wir es raus. Alles ist ready für ein Rennen. Licht muss ich noch anmachen. Jetzt sehen wir nichts. Und ab dafür. Diesmal wieder ohne Quali. Boah, die Gischt. Was macht der Porsche? Ich weiß es nicht, ich sehe es nicht. Alter, das ist halt mal wirklich ein Regenrennen. Boah. Jetzt kommt die Kurve. Boah, da kommt die Kurve! Oh mein Gott! Warum Massencrash verursacht? Alter, haben die da hart gebremst. Okay, Vorsicht vor T1. Ansonsten lief das ja schon ganz ordentlich. Ich glaube tatsächlich, wir werden hier mehr Competition kriegen, als wir gedacht haben. Oder als ich gedacht habe. Wir werden hier in der Serie vermutlich Qualifying fahren müssen, um zu gewinnen. Mit dem Auto zumindest. Weil ich glaube, das Feld ist relativ dicht zusammen. So, wir gehen jetzt mal innen rein. Ist ein bisschen weniger los. Aber jetzt fahren wir erstmal das hier und schauen uns das an, wie hardcore die Competition tatsächlich ist. Bislang kommen wir ganz gut durch. Nach vorne ziehen, ein, zwei schon weg. Oh, da ist auch wieder dieser Van Gang. Keine Ahnung, ich weiß immer noch nicht, wie man das richtig ausspricht. Boah, erstmal in die Wand. Porsche mit dabei. Und der war ja schon zünftig, also vom Speed. Könnte sein, dass das einer der Top Dogs sein wird hier in der Klasse. Und jetzt seht ihr, jetzt sind wir hier beim Start wieder ganz gut durchgekommen. Aber jetzt ist das hier gar nicht so einfach. Da ist noch ein Skyline. Jetzt müsste der gleiche sein, wie wir haben. Boah, ey, es schüttet halt wie aus Kübeln. Keine Regenphysik an. Das dachte ich zuerst, aber ist aus. So, und jetzt ist nur noch der Porsche vor uns. Wir sind auf Platz 2, aber schaut mal oben rechts auf der Karte, wie da der Abstand ist. Das ist ja geisteskrank. Also, wir haben wohl auch hier so eine Serie, wo ein Auto halt krank dominiert. Also, man könnte jetzt sagen, okay, wir machen den Haken rein bei keine besseren Autos. Dann wären wir den Porsche los. Aber ganz ehrlich, dann könnten wir jetzt einfach mit dem Nissan das runterfahren. 4 Sekunden Abstand zum Rest. Dann ist das keine Herausforderung mehr. So ist es dann halt. So wäre man dann halt gezwungen, den Porsche zu kaufen. Aber ja. So, erste Runde gleich geschafft. Ist übrigens eine richtig coole Mod, kann ich euch empfehlen. Ist von Esprit. Findet man auf seinem YouTube-Channel. So ein russischer Modder, glaube ich. Macht echt ein paar coole Konvertierungen. So, wie ist der Abstand? 6 Sekunden. Ich will jetzt erstmal noch checken, ob wir eine Chance haben, den noch zu holen. 5,3. Okay, auf der Geraden sind wir auf jeden Fall schneller. Oh, ich bin viel zu spät auf der Bremse. Oh Gott. Richtiges Ass. Ich glaube, das ist vielleicht sogar möglich. Mit Qualifying. Ich starte jetzt nochmal neu, mach's Qualifying. Und dann gucken wir mal, ob das dann ein bisschen mehr Sinn macht. Zur Not kaufen wir halt ein neues Auto. Alright, Freunde. Alter, was eine schwere Geburt. Ich hatte schon wieder irgendwelche komischen Fehler. Hab jetzt nochmal eine andere Version von der Wheelbase aufgespielt. Ich hoffe, dass jetzt alles stabil läuft. Qualifying ist jetzt rum.
Es sind wieder komplett andere Gegner. Wir haben eine Supra Redox auf der 2 und Nissan Silvia Rock irgendwas auf der 1. Die waren richtig schnell. Hier nochmal die Zeiten. 58,3. Ich bin 2 Minuten 3 gefahren. Also das könnte sehr, sehr spannend werden. Wir starten von Platz 3 und sehen da vorne. Alter, das, was ist das denn überhaupt für ein Teil? Ist ja Wahnsinn. Egal, wir gehen jetzt einfach mal rein und lassen uns überraschen, ob wir die Supra und die Silvia schlagen können. Hier kommt 3 Runden Tokio. Und Abfahrt. Guter Start auf jeden Fall. Wir sind schon an der Supra dran. Wow, da kommt der Turbo. Schieß, sind die schnell. Wir kriegen noch Besuch von hinten. Vom Ferrari müsste das sein. Der war nämlich auch ziemlich gut. Junge, Junge, Junge. Alter, zieht der an. Boah, das muss dieser F40 Tune sein. Okay, also es gibt einige Autos im Pack, die schneller sind. Alter Verwalter. Einfach mal eine Dreiviertelstunde Troubleshooting, nur um dann festzustellen, dass wir nicht schnell genug sind vom Auto. Trotz Qualifying. Egal, wir fighten jetzt dieses Rennen hier mal durch, weil ich will jetzt auch einfach mal fahren. Und danach gehen wir auf Shopping Spree und holen uns wahrscheinlich das, was da ganz vorne fährt. Alter, die Supra, wie die uns nass macht auf der Geraden. In Kurven und einigermaßen auf der Bremse. Bremse ist jetzt beim Skyline auch nicht so krass. Können wir da mithalten. Alter, der Ferrari ist ja auch richtig schnell. Den können wir auf jeden Fall nicht kaufen. Das haben wir ja gesehen, der ist gesperrt. Ist echt krass. Ich habe mir 2 Stunden Zeit genommen zum Aufnehmen. Die sind jetzt schon fast rum. Einfach nur Troubleshooting gemacht. 1,5 Stunden. Krank. Müssen wir echt nachher nochmal eine separate Aufnahmesession machen heute Nachmittag. So, jetzt fighten wir aber erstmal um diesen Platz 3 gegen die Supra. Aber schaut euch nur an, was der Toyota da auf Platz 1 macht. Die Silvia auf Platz 1 macht. Das ist ja krank. Toyota haben wir jetzt erstmal hinter uns. Aber jetzt kommt die Gerade. Mal schauen, ob da jetzt gleich die Supra angeflogen kommt. Oh, die fährt ein bisschen in die Wand. Das hilft natürlich nicht beim Topspeed. Der Ferrari sehr schnell. So, diesmal früher bremsen. Boah. Der Hit war nicht zu vermeiden. Okay, also T1 auf der Bremse. Geht was. Und den richtigen Gang muss ich schalten. Aber man hört ja auch nichts. Die Dinger sind ja alle so laut. Ich glaube, es ist nicht unmöglich, die zu schlagen. Wenn man wirklich die Strecke gut kann und optimiert. Also ich kenne natürlich das Layout. Aber es ist jetzt nicht so, als könnte ich die perfekt fahren. Es ist jetzt auch keine Rennstrecke, wo wir schon mal ein Rennen gemacht hätten. Aber da geht schon noch ein bisschen was. So, wir sind dran am Ferrari. Und wir sind eigentlich auch dran noch an der Silvia, muss man auch eigentlich sagen. Die ist auch noch nicht aus der Welt. Vorbei am Ferrari, nice. Okay, also mit einer clean Linie können wir vielleicht mit dem Nissan hier auch gewinnen. Können es uns eventuell leichter machen, wenn wir ein anderes Auto nehmen. Aber wir wollen ja auch ein bisschen Competition. Das sieht jetzt eigentlich gerade ziemlich geil aus. Müssen bloß schauen, dass wir da vorne nochmal irgendwie rankommen. An dieses weiße Geschoss. Eine Runde ist danach noch. Oh, die ist fies, die Kurve. Oh. Einmal in die Bande. Das tut weh. Können wir uns eigentlich auch nicht erlauben. Solche Spirenzchen. Und aufs Gas, komm. Wir sind fast im Windschatten, 1,8 Sekunden. Bin auch gespannt auf die Rundenzeit von uns beiden. Oh, ich glaube, ich bin auf der Geraden ein bisschen schneller, kann es sein? Das wäre ja krass, wie ist sie dann auf P1? Ja, wir kommen ran, wir kommen ran! Wir können vielleicht sogar vorbeigehen. Wir waren das schnellste Auto letzte Runde mit einer 2-Minuten-Zeit! Was war das denn?
Oh, ist das fies. Und die ist einfach weitergefahren. Nee, das hole ich nicht mehr auf. Oh, wir brauchen Restart. Aber ich glaube, wir können das gewinnen. Ich glaube, wir können das gewinnen, Freunde. Okay, Versuch Nummer 2. Boah, war das fies. Wir sind quasi schon durch. Gehen ein perfektes Überholmanöver hier ein. Und werden abgeräumt. T1 hier halt mit Abstand die beste Stelle zum Überholen. Aber die KI ist da tödlich in T1. So, erstmal den Ferrari blocken. Supra probiert's. Wir sind dran. An beiden. Ich glaube, ich war auf der ersten Runde vorhin nur so schlecht, weil ich meinen Motor... Oh, gar nicht gehört habe. Ja, es lag nur im Motor. Alter, Alter. Aber das macht gerade Bock, ey. Das macht gerade Bock, weil wir eben nicht im besten Auto sitzen. Vermeintlich. Boah, aber ich muss, glaube ich, echt mal in den Audio-Einstellungen die Opponents ein bisschen leiser machen. Alter, die Supra, die knattert da rein. Rein in den Windschatten. Boah, aber das ist doch eigentlich genau die Competition, die wir uns gewünscht haben. Ein Pack voller Tuner-Straßenfahrzeuge und die sind einigermaßen gebobbt. Keine Berührung mit der Supra, bitte. Danke. Heck kommt ein bisschen, aber wir sind noch dran. An der Silvia. Unsere Chance, dieses Rennen zu gewinnen. Vielleicht können wir auch schon vorzeitig vorbeigehen. Also am Ende dieser Runde vielleicht. Oh, komm da ein bisschen weit. Das war langsam. Bremsen. Eng an den Curb. Und früh aufs Gas. Come on. Ja, Beschleunigung ist bei der so gut. Beschleunigung ist mega gut. Schaut euch das an, wie die wegzieht. Und in Kurven ist sie nicht schlecht. Aber ich glaube, Top Speed und Bremse sind wir besser. Bei Bremse weiß ich nicht, aber Top Speed auf jeden Fall. Bremse ist, wenn dann halt einfach schlechte KI-Bremspunkte. Aber hier, boah. Da kommen wir ran. Und vielleicht doch in den Kurven wir auch ganz gut. Boah, fast wieder eingeplankt. Auch wieder ein bisschen Zeit verloren auf den Nissan. Also beides Nissans. Alright, aber diesmal sind wir so nah dran. Direkt nach Runde 1 im Windschatten. 2,7 Sekunden nach hinten auf den Ferrari. Der ist an der Supra vorbeigegangen. Und ich glaube, wir sitzen bereits in einem Contender. Außer wir schmeißen unseren größten Vorteil weg. Und verlieren all unseren Topspeed auf der Geraden. Mit einem ziemlich clumsy Überholmanöver. Und müssen es nächste Runde noch mal probieren. Aber das ist winnable, Freunde. Ich sag's euch, das ist machbar. Wir holen uns den jetzt. Oder sie? Nee, Marco. Marco Vilnius. Vilnius, war das nicht Litauen oder so? Lettland? Nicht sicher. Schreibt es in die Kommentare. Vielleicht sogar Dings, vielleicht sogar ein gutes Emoji der Woche. Auch wenn wahrscheinlich noch ein bisschen früh in der Folge. Ich weiß gar nicht, wie lang die jetzt aktuell ist. Ich kann es null einschätzen. Vielleicht 30 Minuten max. Egal, aber haut das gerne mal in die Kommentare rein, wenn ihr wisst, wo Vilnius ist. Also die Länderflagge quasi als Emoji. Oh Mann, oh Mann. Keine gute Runde. Bisschen den Anschluss verloren. Hier den Teil nach unten sind wir eigentlich ganz gut, bis auf die Kurve. Da bremse ich jetzt ein bisschen früher. Bleib eng und früh aufs Gas. Ja, das war schneller. So. Jetzt müssen wir aber auch langsam Nägel mit Köpfen machen, weil viel ist nicht mehr. Und das,
dieses Carpack von SRP scheint richtig krank gebobbt zu sein. Wie geil ist das denn bitte? Okay, also jetzt weiß ich auch, welches Carpack ich nehmen würde vielleicht für Street Racing, Community Racing, wenn man mal sowas machen würde. Würde ich auf das Pack hier zurückgreifen. Macht noch mit am meisten Sinn. Die Strecke ist auch perfekt dafür geeignet. So, nächster Versuch, wieder innen. Trifft uns wieder hinten am Heck und geht wieder durch. Oh no, ich habe gehofft, wir sind vorbei. Ich hatte gehofft, wir sind vorbei, aber die halten viel mehr Geschwindigkeit als ich in T1. Jetzt müssen wir ja sonst irgendwo ein Überholmanöver hinkriegen. Oh Gott, das ist ja richtig spannend. Endlich ist Assetto Corsa Evolutionen wieder back, Freunde, mit geilem Racing. Boah, sind die Kurven lang. War, glaube ich, ganz gut. So, Angriff ist die beste Verteidigung. Ah, konnte ich den Speed nicht halten innen. Come on, push dich, Nissan, Skyline. Oh, das war ganz gut, das war ganz gut. Oh, das war schlecht. Oh no, das war's vielleicht. Da war ich zu greedy. Ich habe gedacht, ich könnte mich da vielleicht reinbremsen. Oh, hier sind wir immer schnell. Bremsen, bremsen, bremsen. Eng bleiben und aufs Gas. Oh mein Gott, das wird halt einfach legit ein Fotofinish. Oh, voll als Bremsblock benutzt. Und die KI kommt durch. Nein, diesmal gibt's kein Happy End. Oh. Diesmal gibt's kein Happy End. Nehmen wir das Geld jetzt mit? Ne, wir nehmen das Geld nicht mit. Haben wir auch nicht verdient nach dem Manöver. Nochmal Restart. Boah, das war knapp. Das Rennen ist gut. Das Rennen ist gut. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Der Versuch noch. Ansonsten müssen wir die Folge unterbrechen. Aber das ist doch das Evolutione, das wir alle sehen wollen. Mit richtig geilem, engen Racing. So, ich bleibe jetzt mal auf der Außenseite. Boah, die Supra, ey. Mit kranke Beschleunigung. Boah, schießt sie da rein. Aber wir sind wieder durch. Und sind direkt wieder dran. An der Silvia. Mann, hatte ich Skill-Issues auf den letzten zwei Runden. Das war totally winnable. Absolut im Rahmen des Möglichen, dieses Rennen zu gewinnen. Und ich war einfach nicht gut genug. Oh. Nicht aufpassen, sonst komme ich da weit raus. Muss ich nur mal ein bisschen lupfen. Ah, wieder hier versucht, innen was zu machen. Wir sind dran. Die Gischt peitscht uns ins Gesicht. Ist auch echt cool mit dem Regen, muss man sagen. Es gibt schon einige Style-Punkte. Ja, die Linie der KI hier halt durch diese lang gezogenen Kurven ist halt echt gut. Kann man nichts sagen. Hier sind wir immer noch mal ein bisschen besser, weil wir da flat durchgehen. Drinbleiben, drinbleiben, drinbleiben. Gut, 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 gut. Ja, jetzt sind wir sehr nah dran. Come on, jetzt mit Topspeed. Oh, hätte ich im dritten gehen sollen. Vielleicht dritter Gang besser gewesen zum Rausbeschleunigen. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Zeit verloren. Die wir nicht verlieren dürfen. Außen. Dieses Mal. Oh, wir sind super spät auf der Bremse wieder. Ja, zu spät. Das gibt's doch nicht. Unser Auto kommt nicht aus dem Knick. Dritter Gang kommt gar nichts. Ohne Boost geht gar nichts. Oh no.
so schlecht. Also diesmal sind es einfach wirklich Skill-Issues. Das sind einfach harte Skill-Issues im Moment. Egal, wir geben natürlich noch nicht auf. Muss es einfach besser fahren. Aber ohne den Turbo, der reinkickt, geht da nichts. Ohne den Turbo ist der Wagen lost. Beim Rausbeschleunigen. Junge, 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 Junge. Müssen wir erstmal am Ferrari vorbei. Und das will hier zwar keiner hören, aber der Ferrari ist schnell. Vor allem auf der Geraden. Boah, bisschen viel gewollt auf dem Gas. 2,6 Sekunden auf vorne und der Ferrari auf der Geraden, ihr seht es. Der orientiert sich jetzt um P1. Boah, ey, das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. 2 Minuten 4. Runde war natürlich nix. Wieder spät bremsen. Nee, das ist einfach kein guter Bremspunkt, Freunde. Wir restarten nochmal. Jetzt aber wirklich, letzter Versuch. Letzter Versuch. Und ich muss die T1 jetzt einfach mal sauber runterfahren. Alter, ich habe eigentlich gar keine Zeit mehr. Ich habe eigentlich gar keine Zeit mehr. Aber wir müssen jetzt. Vor allem, wenn ich jetzt abbreche, dann kriege ich nachher eine andere Konstellation. Anderer Start, andere Gegner. Das will ich nicht, weil das hier bockt sich gerade unheimlich. So einen Ferrari will ich nicht durchlassen. Supra greift an. Um die Führung. Alter, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Jetzt will ich immer in den zweiten Gang. Jetzt will ich immer in den zweiten Gang, um da ein bisschen besser rauszukommen. Aber der zweite Gang ist so bissig. Der dritte Gang ist besser. Ich darf halt nicht so langsam sein wie nach dem Crash. Nach dem Crash hätte ich halt den zweiten Gang nehmen müssen. Alter, die Supra ist so laut. Der dritte Gang ist nicht super schnell, aber solange man noch ein bisschen Grundgeschwindigkeit hat, passt das schon. Alter, ist einfach dieses Rennen. Unfassbar. So, Ferrari hat einige Plätze sogar verloren. Langgezogene Kurve, Mann. Die ist krank. Die ist einfach krank, die Kurve. Das war ganz gut. Das auch. Ja, aber ich will dann immer hier angreifen. Und die KI bleibt natürlich auf der Ideallinie, nimmt da mega viel Schwung mit. Und ich komme nicht durch. Leichte Berührung. Boah, zieht rüber. Switchback. Boah, wir sind durch. Okay, okay, Freunde. Jetzt müssen wir es nur noch heimfahren. Alter, was ein gestört gutes Rennen. Bestes Rennen seit über 2 Folgen. Auf jeden Fall. Und jetzt stellt euch vor, wir müssen das noch 2-mal machen. Auf Strecken, die ich gar nicht kenne. Côte d'Azur sind wir einmal gefahren hier in Evolutione. Komm halt an. Besser. Besser.
Oh, 2,6 schon Vorsprung. 4 Minuten entfernt. Oder 4,5 Minuten entfernt vom Sieg. Nein! Und jetzt massive Skill-Issues. Klar, ich kann keinem mehr hinterherfahren. Ich muss jetzt meine eigene Linie finden. Ich finde es krass, dass der Ferrari nicht auf Platz 2 ist. Oder 3. Der Ferrari nur 4 ist. Da ist nochmal ein Nissan dazwischen. Keine Ahnung, ob das noch eine Silvia ist oder ob das ein GTR ist, der sich da jetzt dazwischen gemogelt hat. Könnte dieser Need for Speed Nissan vielleicht sein? Den ich ja eigentlich ganz gern gefahren wäre. Können wir aber beim nächsten Rennen gucken, ob wir den mal fahren können. Aber der hat halt keine Scheibenwischer. Also keine funktionierenden. Die Mod. Da ist der hier schon besser. So, beste Stelle für uns. Hier einmal den Berg runter Richtung Brücke. Bremsen. Untergang. Ja, deutlich entspannter natürlich, wenn man nicht versuchen muss, irgendwo anzugreifen. Oh, es wird eng mit der Wand. Alter. Ferrari wieder auf 3. An Kim Burmeister vorbei. Gischt ist immer noch am Start und wir gehen in die letzte Runde. Erste 59er. Runde war gut. Oh, man kann ja eigentlich so viel Geschwindigkeit mitnehmen, aber du hast halt null Downforce, wenig mechanischen Grip in dem Auto. Du wirst so weit getragen. Ist halt Straßenfahrzeug. Und ich fahre halt fast sonst nur Rennwagen. Ist halt einfach eine andere Art, ein Auto zu fahren. Also ich liebe Rennfahrzeuge und ich fahre die viel lieber als Straßenwagen. Aber das ist schon auch mal eine andere Disziplin so. Das Maximum aus so einem Fahrzeug rauszuholen, das halt nicht auf der Strecke klebt. 5 Sekunden Vorsprung. Die Stelle ist auch geil. So leicht anbremsen, um dann hier wieder schnell raus zu beschleunigen auf die Gerade. Jetzt kommt die Kurve übers Eck. Genau so macht man übrigens 2x90 Grad und nicht anders. Dass sie sich so, dass das so richtig geil float. Und man mit viel Geschwindigkeit quasi nur wartet, wann der richtige Moment kommt zum Bremsen, Einlenken. Oh Freunde, puh. Schade, dass wir das eine Rennen mit dem, dass wir das Fotofinish nicht bekommen haben und das gewonnen hätten. Das wäre natürlich das perfekte Rennen gewesen. Jetzt so war es, das finale Rennen war jetzt ein bisschen, ich will nicht sagen lame, aber das war auf jeden Fall das langweiligste Rennen von allen Versuchen. Aber ich bin happy, ich bin ultra happy, wir holen den Sieg und wir gehen noch einmal kurz, ja, wir gehen noch kurz ins Menü. Holen uns 27.000 Credits, das ist natürlich sehr, sehr viel. Und Yokohama Docks kommt dann nachher. Wie gesagt, ich mache jetzt erstmal eine Aufnahmepause, ess was, schau Fußball und dann hören wir uns später wieder. Ich denke mal, ich nehme nachher noch ein bisschen auf, nach dem Spiel, heute Nachmittag, so 16 Uhr vielleicht, 16:30 Uhr. Und dann machen wir die beiden noch und ich denke, das ist alles, was wir diese Folge schaffen, weil mit dem Nissan ist das echt eine Herausforderung. Bis gleich. Ach Freunde, was soll ich euch sagen? Was ein Tag, der glorreiche FC Schalke 04 hat gewonnen, Technik funktioniert wieder. Und dann auch noch mein Favorite Song. Oh ja, so kann es weitergehen mit Assetto Corsa Evoluzione. Wir haben heute noch ein bisschen was vor. Nachdem ich jetzt schon 4, 5 Parts versucht habe aufzunehmen und die Technikprobleme hatte. Aber wir haben Tokio gewonnen. Jetzt kommen die Yokohama Dogs. Ich werde auf jeden Fall das Training nutzen.
Das heißt, dauert auch wieder 10, 15 Minuten, bis wir uns gleich wieder hören und wir tatsächlich das Rennen fahren. Aber ich werde das Training nutzen, Qualifying fahren und dann mal sehen, wie Yokohama Docks mir so liegt, weil, ey, kein Plan. Also Côte d'Azur können wir von mir aus auch ohne Training machen. Vielleicht fahre ich ein Qualifying mal sehen, aber Yokohama Docks, weil es ist Point-to-Point. Ich weiß nicht, ob man überhaupt ein Qualifying fahren kann. Sehen wir dann gleich. Yokohama Docks auf jeden Fall jetzt erstmal warm fahren und dann gewinnen wir das, oder? No, Event 49 schon, krass. Los geht's. Okay, Freunde der Sonne, wie wir sehen können, sehen wir, dass es einige Fahrzeuge gab, die deutlich schneller waren als ich. Und ich glaube, ich bin es schon ganz gut gefahren mit der 1.33. Aber das sind einfach dieser Datsun, fährt 1.25, Nissan GT-R R35, also neueres Modell, fährt 25.3. Alter, die beiden waren viel zu schnell. Dann haben wir eine Silvia. Und das hier weiß ich gar nicht. Sieht auch aus. Ich sehe es ja hier auf dem Monitor nebendran. Sieht auch aus wie ein GTR. Also einige Fahrzeuge, die schneller sind als wir. Wir probieren es jetzt einmal. Und dann, wenn das gar nicht klappt, probieren wir den GTR Need for Speed Edition noch. Vielleicht ist das einer von denen hier vorne. Könnte der R35 sein. Zum Beispiel. Aber jetzt schauen wir erstmal und fahren unser Rennen. Yokohama Docks bei Nacht. Ist schon auch eine wilde Strecke. Gibt so einige Passagen, wo man einfach durch Kies fährt. Und die werden jetzt gleich richtig übel werden, glaube ich. Mit dem Traffic. Sollen wir mal sehen, ob wir mithalten können. Aber seht euch an, wie der Datsun wegzieht vorne. Und boah, unser Nissan ist im zweiten Gang wirklich sehr aggressiv. Schaut euch das an, wie viel schneller die sind auf der Geraden. Alter. Da brauchst du schon wirklich ein perfektes Rennen, um mit denen überhaupt irgendwie konkurrieren zu können. Und lasst euch nicht täuschen vom Aussehen der Strecke. Die ist schon bewusst bei Nacht. Weil ich kenne die Strecke bei Tag. Die sieht nicht geil aus. Bei Nacht kann man hier fahren. Und diese Abschnitte hier durch den Kies durch, echt bescheuert. Aber für so Street Racing ist es schon irgendwie ein ganz witziger Kurs. Eng bleiben. Durchs S. Aber der Datsun ist schon über alle Berge. Alter Verwalter, ist der schnell. Das heißt, der Datsun hätte noch schneller gekonnt. Aber dadurch, dass Traffic war im Qualifying, war er nur ungefähr so schnell wie der vor uns. Aber der fährt ja jetzt gerade auch komplett ohne Traffic, ohne Druck. Und der kann uns nicht wegziehen, der Nissan. Unter uns kommt der zweite Nissan. Oder der dritte, wenn man uns dazu rechnet. So, erste Runde geschafft. Mächtig viel Rückstand auf P1. Also hier haben wir einen ganz anderen Schnack. Und ich denke, wenn wir uns den Datsun holen würden, dann würden wir hier alles durch auseinandernehmen. Der ist viel zu stark. Aber jetzt können wir auch da vorne nicht mehr mithalten. Und uns fehlt ein bisschen Top Speed tatsächlich. Und ich muss halt viel vorsichtiger aufs Gas gehen. Weil wenn bei mir im zweiten Gang der Turbo kickt, ist halt Feierabend. Krass. Jetzt werde ich hier von dem auch noch abgekocht. Da ist der Rechtssitzer ein bisschen zu weit rausgekommen. Okay, Freunde, wir probieren das Rennen jetzt nochmal mit dem anderen Nissan. Vielleicht ist ja jetzt auch gleich gar kein Datsun mehr dabei. Dann wäre es einfach unnötig, den uns jetzt zu holen. Aber ich würde den gerne mal testen. Und dann schauen wir, ob wir was auf dem Markt machen müssen oder nicht. Kurz mal beim Used Dealer reingucken und sehen, ob da irgendwas ist, was vielleicht gefallen könnte. Nö. Nicht wirklich. Also, rein in den neuen Nissan. Wir sind direkt im Qualifying. Das ist jetzt hier Outlap. Und das Fahrzeug kommt mit Slicks. Der kommt mit Slicks. Er kommt auch mit Straßenreifen und Semi-Slicks, aber er kommt auch mit einem Super Trofeo Slick-Reifen. Und die Beschleunigung ist viel besser. Dazu ein sehe ich jetzt keinen in unserer Liste. Ui. Also wir haben eine Chance.
Alright, Freunde, hier haben wir das Ergebnis des Qualifyings und wie wir sehen, waren wir knapp 3 Sekunden langsamer als der Datsun mit dem Nissan. Das ist tatsächlich dieser R35, ist dieser Need for Speed Edition. Ich habe gerade nochmal ein Update für meine Base raus, weil mir gerade schon wieder einfach das Spiel hängen geblieben ist. Es ist wirklich, diese Folge ist zu wild. Egal, wir gehen jetzt rein ins Rennen mit dem Nissan auf Slicks, Yokohama Docks und diesmal holen wir uns den Datsun. Ich glaube, das ist machbar. Wir müssen ihn aber ärgern. Wir müssen ihn ärgern. Wir können ihn nicht einfach fahren lassen. Oh, Raketenstart. P1 nach T1. Raketenstart. Jetzt müssen wir ihn nur hinter uns halten. Und dafür müssen wir besser fahren. Okay, also wir haben die bessere Beschleunigung. Und glaube ich auch den besseren Topspeed. Und er hat die besseren Kurven dementsprechend wahrscheinlich. Und die viel bessere Bremse. Und auf der Bremse geht beim Nissan nicht viel. Das sage ich, wie es ist. Und gerade in diesen... Oh, hier. Aschepassagen kommt er auch nicht so gut klar. Da dürfte der Datsun besser sein. Nehme ich mal an. Ich habe jetzt auch die Traktionskontrolle mit der Traktionskontrolle ein bisschen rumgespielt. Hatte sie erst komplett aus, dann auf 7. Mittlerweile bin ich wieder auf 4. Weil der Wagen hat relativ viel Bums auf der Hinterachse. Und wenn man flat raus beschleunigt, dann kommt das Heck relativ leicht. Ist zwar cool, den, um die Kurven so zu bewegen und auch nicht unmöglich, den quasi dadurch ein bisschen schneller um die Kurven zu kriegen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man dann in so einem Rennen wie hier, wo es so viele Kurven gibt, so viele enge Kurven auch, dass man ihn dann mal wegwirft, ist einfach zu hoch. So ist die Beschleunigung sehr kontrolliert und ja immer noch deutlich schneller als beim Rest. Und wir gehen jetzt hier nach einer Runde oder bleiben auch hier jetzt erstmal nach Runde 1 in Führung. Auch wenn wir solche Kurven wie die hier einfach besser fahren müssen. Sehr kontrolliert muss das alles sein. So, rein auf die Gerade. Abstand ist alright. Aber da kommen wir wieder viel zu tief rein. Die müssen wir eigentlich ein bisschen enger nehmen. Da habe ich noch keinen guten Bremspunkt, muss man fairerweise sagen. Rein auf die Asche. Ja, wir halten ihn auf Abstand, aber wegziehen können wir nicht. Der Datsun ist richtig schnell. Aber schön, dass wir in T1 hier zumindest schon mal den Overtake machen konnten. Jetzt hier nicht lang zittern müssen, wo wir vorbeikommen. Weil gegen die KI ist es immer besser, vorne zu sein. Die nicht so gut darin sind, zu überholen. Außer sie sind klar schneller. Wenn man ähnliche Zeiten fährt, tun die sich dann doch sehr schwer, einen Angriff zu setzen. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall einen großen Vorteil. Gelbe Flagge. Irgendjemand ist vielleicht stehen geblieben. Die Doppelkurve Richtung Pits. Und dann geht es gleich schon rein in die letzte Runde. Für euch ging das jetzt alles innerhalb von 10 Minuten wahrscheinlich hier mit den Yokohama Docks. Für mich war es jetzt bestimmt 45 Minuten oder so. Krank. Einfach wieder so viele technische Probleme heute. Die verfolgen mich die letzten Tage leider ein bisschen. So, der Datsun schwächelt. Wir ziehen weg. 4 Sekunden Vorsprung. Und ja, der... Oh, wieder zu tief rein. Der Nissan. Dieser... GTR, den wir da bekommen haben, der ist für die Klasse wirklich eins der besten Autos. Ich glaube, der Datsun kann mithalten, wenn er nicht vielleicht sogar ein Stück besser ist. Aber hier jetzt, in dem Rennen, ist der Nissan schon echt eine gute Wahl. Da kommt man gut durch. Alright, Freunde. Ich glaube, wir haben's. Jetzt müssen wir noch hier einmal die Passage überleben. Da ist hier der Exit so ein bisschen eklig, weil man noch auf dem Kies ist, aber eigentlich schon voll einlenken muss. Und hier kommt so ein Stück geradeaus, wo man eigentlich Speed will. Und dann kommt die Doppelkurve, wo man eng bleiben muss, sonst fährt man in die Pits. Und wenn man da noch vorne ist, dann hat man es eigentlich geschafft, weil dann kommt nur noch ein Kürfchen hier rum und die ist relativ leicht. Oh, kommt fast weit, aber passt. Und das ist der Sieg in Japan. Nice. Und das sind auch dicke Points.
27.000 Credits. Und dann gehen wir rein in die... Ey, ich habe, wie gesagt, ey, wenn die Folge am Ende eine halbe Stunde lang ist oder eine Dreiviertelstunde lang ist, ich habe wirklich gar kein Zeitgefühl mehr. Aber die Côte d'Azur ist auf jeden Fall unser letztes Rennen für heute. Einfach weil ich nehme schon so lange auf. Es ist einfach zu viel technischer Bums heute schon passiert. Oh, okay. Es gibt kein Qualifying und es gibt kein Training. Man startet immer vom letzten Platz. Quick Race, eine Runde wird hier gestartet. Und der Streckengrip ist nicht bei 100%. Interessant. Wir laden das Setup, machen das Licht an und dann schauen wir mal, ob wir das Ding hier gewinnen können. Oh, ist auch in die andere Richtung wie beim letzten Mal. Bin ich gespannt. Côte d'Azur, here we go. Wie gesagt, ich bin die Strecke einmal bislang gefahren. Und das war bei diesem Special Event, das wir mal gemacht hatten. Da ist ein Datsun. Also Vorsicht ist geboten. Oh, der kommt auch gut durch. Da müssen wir jetzt dranbleiben. Der darf uns auf gar keinen Fall wegziehen. Aber da vorne sind auch noch ein paar andere gute Fahrzeuge. Ich glaube, ein RX-7 führt das Rennen aktuell an. Boah, das ist halt schon cool. So, Côte d'Azur bei Nacht. Die leuchtenden Schilder. Lauter geil getunte Autos. Das ist jetzt schon ein Schmackofatz. Free wide in die Kurve. Boah, ein bisschen weit in die Brücke eingeschlagen. Mit Schaden wäre Feierabend gewesen. Oh, da ist wieder so eine umgebaute Silvia. Ach, du Heilige. Der X7 vorne macht auch richtig Krawall. Ich kenne halt die Strecke null. Ich fahre halt nur auf Sicht. An der Silvia gehen wir mal vorbei. Gut, die Silvia war ja gegen den anderen Skyline. Oder einen anderen... Ich bin mir immer nicht sicher, was welches von den Autos tatsächlich ein Skyline ist und welche nicht. Von den GTRs. Oh, jetzt habe ich den RX-7 gekillt. Ja, okay, komm, wir starten nochmal neu. Wir starten nochmal neu. Zu viele Unfälle, zu viel unsaubere Situationen. So will ich dann auch nicht gewinnen am Ende. Ich glaube, möglich wäre es gewesen. Ich will es ein bisschen sauberer fahren, wenn ich kann. Aber Alter. Also Côte d'Azur bei Nacht. Schmackofatz, ich sag's euch. So, schnell nach vorne. Bremsen, bremsen, bremsen. Müssen wir wirklich mal versuchen, Kontakte zu vermeiden. Müssen dann nach außen zum Datsun. Und an dem dranbleiben. Oh, da kann ich den Kontakt jetzt nicht mehr vermeiden. Alter, das Untersteuern. Ich nehme mal ein bisschen Flügel raus. Oder habe jetzt ein bisschen Flügel rausgenommen. In diesen mittelschnellen Kurven ist das einfach dein Untersteuer tot. Ganze Druck auf der Hinterachse und vorne schiebt nur noch. Ui, 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 ui. Ja, von hinten starten bei so einer Engstrecke ist halt blöd. Aber du musst da vorne dich reinbeißen, sonst hast du gar keine Chance. Und jetzt. Come on. Hinterm Datsun bleiben. Oder am Datsun vorbei. Oder am Datsun vorbei. Ist auch eine Option. Oh, das ist hier halt so ein Honda. Der hat hier halt in der vorderen Reihe auch nichts verloren. Wieder Free Wide. Diesmal war es sauber. Vorsicht vor der. Die ist relativ eng. Treibt uns auch wieder weit nach außen. Ja, der RX-7 vorne hat schon ein bisschen Vorsprung. Wieder hier unter der Brücke. Diesmal rechtzeitig angehalten noch. Und den Double Overtake fit gemacht. Und jetzt müssen wir schnell an diesem Honda 2000 oder wie der heißt vorbei. Jawohl, ja. Und auf das Autobahnstück. Wir sind dran am RX-7. Der Datsun ist auf 4. Und hängt ein bisschen hinterher. Boah, aber wie geil ist bitte diese Strecke bei Nacht. Wie gut sieht das gerade aus. Ich hoffe, das kommt bei euch in der Aufnahme auch geil rüber. So, RX-7 abgekocht. Und jetzt ist es eigentlich nur noch ein Heimsegeln, glaube ich. Aber nicht auf die leichte Schulter nehmen. Boah, Alter, das Auto hält halt null an. Das hat einfach keine Bremsen. Das ist ja Wahnsinn. Klar. Jetzt kommen wieder die Klugscheißer in den Kommentaren und sagen, ja, das ist ja auch ein Straßenwagen, du bremst ja auch wie ein, was weiß ich,
Ist halt kein GT3, ja, ich weiß. Muss man sich aber trotzdem erstmal umgewöhnen. Wenn man die meiste Zeit eben Cup, Tourenwagen und eben Rennfahrzeuge fährt. Dass man jetzt in so einem getunten, hier schon wieder da, das ist halt, du kriegst ihn dann halt auch nicht mehr. Und unser Gegner ist der Datsun und der ist nämlich da. Wir gehen wieder wide. Ich habe auf der Bremse halt null Kontrolle. Datsun spritzt rein. Boah, nimmt den Kontakt voll mit. Ist dem scheißegal. Also doch noch kein easy Sieg. Und wir haben schon viel der Strecke geschafft. Der Datsun überschlägt sich. Gibt uns noch einen mit. Alter, also ich habe ja schon viel gesehen in Assetto Corsa Evolution, aber das habe ich auch noch nicht erlebt. Alter, der Datsun geht da einfach so schnell rein, dass der sich überschlägt. Holla, die Waldfee. Und ich habe gedacht, nee, den kriegen wir nicht. Den schaffen wir nicht. Keine Chance. Der macht uns nass. Übrigens keine Ahnung, warum ich in der Anzeige links auf Platz 14 bin. Position sagt er 1 von 16, also das passt. Oh. Mann, so eine enge Strecke. An vielen Stellen. Der müsste da wirklich eigentlich ein bisschen driften. Gar nicht mein Fahrstil. Der Datsun ist noch vorne mit dabei. Ich habe Angst, dass der nochmal kommt. Weil so ein richtig langer, gerader Abschnitt folgt jetzt hier, glaube ich, nicht mehr. Jetzt wird hier nur noch an der Küste entlang geschlängelt. Man kann es mehr zwar jetzt nicht sehen, weil es Nacht ist. Aber wir sind hier direkt an der Küstenstraße. Sieht erstmal gut aus nach hinten. Ich habe aber keine Ahnung, wie groß der Abstand ist zum nächsten. Es gibt keine Sektorenzeiten, keine Mini-Sektorenzeiten. Meine Apps funktionieren alle nicht. Dieser Special Stage. Da müsste das Ziel sein, oder? Ah, noch zeigt er nichts an. Race over. P1. Alter, das war jetzt gerade nochmal richtig wild. Und damit schließen wir das ab. Klick hier. Race over. 27.000 und wir bekommen bestimmt ein WTCC-Auto, ja. Vauxhall Vectra. Alles klar, Vauxhall Vectra. Jetzt nicht gerade so eine mega geile Mod. Aber trotzdem nice. Kein Level 9. Kein Level 9, aber knapp dran. Oh, Alter, bald. Wir gehen mit großen Schritten auf das nächste zu. Richtig geil. So, weil ich jetzt auch nicht weiß, wie lange die Folge schon ist, können wir jetzt ja noch zum... Also, fahren tun wir WTCC heute wahrscheinlich nicht mehr. Wobei ich aber am Anfang gesagt, vielleicht fahre ich noch ein Rennen. Sandford, Oschersleben, Hungaroring, Hockenheim, Brands Hatch. Alter Verwalter, ist das geil. Ist das geil, oder? So, und fahren dürfen wir World Touring Car Championship. Well, you know the Touring Cars, okay? Gehen wir mal in den Shop. Weil den Vectra, ganz ehrlich, wenn es was Cooleres gibt, fahren wir lieber was Cooleres. Also nicht, dass der Vectra nicht cool wäre. Aber ist halt keine so geile Mod. So, das hier ist alles drin. Was die... ATCC-Fahrzeuge sind da sogar mit drin. Oh, die sind alle nicht gerankt, weil die keine Acceleration drin haben. Das klassische TCR-Pack ist mit drin. I see you. Oh, okay. Die Mods sind hier auch mit dabei. Die sind allerdings nicht so leicht zu fahren. Ist das der Volvo oder ist das ein anderer? Ich glaube, es ist ein anderer. Der ist aus dem gleichen Pack wie der Vauxhall. Vauxhall, Volvo, Alpha, Ford Mondeo, Renault Laguna, die sind alle aus diesem Pack. Aha. Primera ist bei 374, das Pack ist bei 344, ist ein bisschen langsamer. Was ist mit den aktuellen Touring Cars? Da ist der Volvo, der ist sogar niedriger gerankt, okay. Krass. Oh, VRC Tourers. 337. Also ich bin mit denen absolut
garbage mit den VHC Tours. 344. Die sind alle sehr dicht zusammen. Hier. Das sind die Powerhouse-Fahrzeuge. Das sind die von Luke Shaw, glaube ich. Ford Focus, Civic. Dann der BMW ist da noch mit aus dem Pack. Der Audi, ja genau, genau. Die sind auch nicht so mega krass geil zu fahren, aber ganz okay, würde ich sagen. Wenn die 400 haben, im Vergleich zu den Tourers, 320 PS, 350, 250 Top Speed, 272, aber da steht 250 plus, 1200 Kilo, keine Tonne. Das macht schon ein bisschen was aus, Freunde. Das macht schon ein bisschen... Also manchmal frage ich mich bei den Angaben, der Volvo S40 BTCC wiegt doch keine 500 Kilo. Also dafür ist er ja viel zu groß. Das hier ist dann schon wahrscheinlich realistischer. Aber die sind leichter als die modernen. Klar, die modernen Fahrzeuge mit mehr Sicherheitssystemen und so noch drin. Spannend. Ich würde mal unseren Vauxhall mal kurz testdriven. Alrighty. Also hübsch ist was anderes. Vielleicht nicht gerade der Hingucker auf dem Thumbnail. Sound ist okay. Lässt sich gut fahren, aber. Lässt sich tatsächlich sehr gut fahren. Aber auch wieder spannend, dass selbst bei den WTCC wieder so ganz viele verschiedene Klassen zusammengewürfelt wurden. Anstatt dass man sich auf ein Pack committet und sagt, okay, das ist das Pack, das gefahren wird. Ja, du hast hier auch diese typischen Frontkratzer-Elemente halt drin, wie man sie kennt. Aber ist sehr ruhig hier. Also wirklich gar keine Gegenwehr. Der lässt sich wirklich ganz schön fahren. Ja, bricht auch gar nicht aus. Fängt sich quasi von alleine auf dem Gas. Die Frage ist halt, ob schnell. 1,33 war jetzt die Zeit. Fahren wir mal eine schnelle. Machen wir jetzt hier noch ein bisschen BTCC-Testing. Und wenn es eng ist zwischen den verschiedenen Fahrzeugen, könnt ihr voten in den Kommentaren, was ihr gerne sehen wollen würdet. Also natürlich kann man die Zeiten jetzt... Ah, scheiße. Off-Track. Die Zeiten kann man jetzt nicht auf die Goldwaage legen, weil ich die Strecke nicht so gut kann. Und wenn ich jetzt 2-3 Runden mal fahre, dann werde ich natürlich besser. Das heißt, so super aussagekräftig sind die am Ende nicht. Also Bremse blockiert, doch recht leicht. Bei dem hier. Kann man aber auch natürlich mit Brake-Bias ein bisschen was machen. So ein bisschen nach hinten schieben. Das war relativ weit vorne. Oh ja. Jetzt hat er aber anders Bock. Schauen wir mal, wo wir da ungefähr sind. Ja, der dritte Gang hat nicht so wirklich viel Bums. 1,20. Ah, das kann man sich gut merken. So, dazu im Vergleich will ich einmal die modernen Fahrzeuge sehen. Dann nehme ich einfach mal den Honda Civic, weil er mir gut gefällt. Alright, hier ist der Civic. Muss gerade noch ein bisschen was an der Kamera machen. Die war ein bisschen komisch eingestellt. Wieder ein Off-Track. Fahre ich da die ganze Zeit falsch, oder? Bin ich einfach bloß zu eng wahrscheinlich. Also ich würde sagen, der hier ist schon mal ordentlich giftiger. Bremse blockiert bei weitem nicht so schnell.
Klar, ist natürlich auch ein viel jüngeres Fahrzeug. Und das Steuern ist weniger. Sieht besser aus. Also rein von der Grafik. Ja, du musst die neueren nehmen. Supertourer weiß ich ja, wie sie sich fahren lassen. Klar, die sehen am geilsten aus. Aber Supertourer sind mit Abstand die schwersten Fahrzeuge hier. Also es muss einer von den modernen sein. So, wir fahren eine schnelle. Gucken, ob mein Gefühl auch der Realität entspricht. Ey, dass dieses Gedudel nicht aufhört beim Testdrive, ist echt nervig. Nicht zu eng. Dass die Zeit auch mal gültig ist. Ja, alleine wie der dritte Gang rausbeschleunigt im Vergleich zum Vauxhall ist halt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ist krank. Die Bremse ist so viel besser. Keine Lockups, wenn man da mal ein bisschen härter reinbremst in die Kurve. Alles in allem ordentliches Auto, lässt sich ganz gut fahren. Bricht auch null aus, wenn man schnell in die Kurve geht. Kann ich hier einfach rollen lassen, oder? Ja, kann man hier einfach volle Rotze rein. Können wir auch flat fahren. Gucken, dass man hier nicht zu weit geht. Letzte Kurve. Ja, ein bisschen geschnitten, zählt aber noch. 2 Sekunden schneller. Ja, okay, so viel schneller ist er nicht. Also die sind schon eng zusammen. Dafür, dass ich mit dem hier deutlich weniger Probleme beim Fahren habe. Aber man kann hier halt auch nochmal 3 Sekunden schneller fahren, wenn man die Strecke könnte. Ja, es muss einer der neuen sein. Und dann kommt ihr ins Spiel. Welchen der neuen Fahrzeuge oder welches der neuen Fahrzeuge würdet ihr gerne sehen wollen? Den Honda Civic, den Ford Focus und dann hier oben der BMW, der Audi RS3. Die sind dann noch Teil von dem Pack. Die Giulietta. 1, 2, 3, 4, 5. Einer von den 5. Ich glaube, der Toyota ist auch noch da in dem Pack. 6. Der Toyota noch. Ja. 409 auch. Gibt es auch in cooleren Farben. Also keine Sorge, da finden wir dann noch eine coole Farbe fürs Thumbnail. Aber ihr seid gefragt, schreibt mir unten in die Kommentare rein, welches dieser Autos ihr gerne sehen wollen würdet. Wir müssen jetzt noch einmal ins Hauptmenü rein. Weil das Gedudel geht mir ja sowas von auf die Klöten. Mann, 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 Mann. Und für alle, die das jetzt gesehen haben und sich denken, huch, Assetto Corsa, habe ich gar nicht auf dem Schirm. Würde ich auch gerne mal anfangen. Dann schaut gerne meine Beginner-Serie an. Da geht's bei null los und jeder kriegt das hin, was hier auch gezeigt wird. Aber das war's schon wieder für heute. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Und denkt immer daran, ihr seid alle Champions. Ciao.